Herzlich willkommen bei der Aktion Mutterherz. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für uns. Gabriela Wolf ist heute mein Gast. Und ich bin sehr gespannt, was über ihre Arbeit zu erfahren, weil sie hat eine ganz besondere Arbeit. Und es ist ein bisschen anders, weil sie ist wirklich Künstlerin. Ja, sie arbeitet nicht als Therapeutin, sondern sie arbeitet als Künstlerin, kommt vom Oper und Theater, macht Bühnenbildgestaltung und hat sich also schon immer damit beschäftigt, wie man mit Raum und Farbe eine emotionale Wirkung herstellen kann. Und genau, ich bin gespannt, was wir heute im Gespräch sozusagen zusammenbekommen, was das mit Mutterherz zu tun hat. Herzlich willkommen, Gabriela. Und habe ich dich richtig vorgestellt oder möchtest du das noch ergänzen? Ich kann ja gleich noch was zu mir erzählen. Wunderbar, gerne. Dann bist du herzlich eingeladen, dich jetzt vorzustellen. Guten Morgen an alle. Gabriela Wolf ist mein Name, oder so heiße ich. Und ich komme schon von der Bühne, aber also so vom Bühnenbild und von der Malerei dazu. Aber letztlich bin ich freischaffende Künstlerin und gestalte Heilräume. So könnte man das bezeichnen. Das heißt, diese Arbeit mit den Farben, die hat mich dahin gebracht, dass ich gemerkt habe, ich brauche noch mehr. Also so, mir ist wichtig, dass Menschen in Räumen sich orientieren können, dass es irgendwie sich wohlfühlen, dass man die innere Unruhe, die einen manchmal packt in Gesundheitseinrichtungen, auf die ich mich dann spezialisiert habe, dass man da so ein bisschen beikommen kann und so. Also so. Und damit habe ich mich selbstständig gemacht vor 12 Jahren und mache das jetzt seit 12 Jahren und bin da in Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten, also was. Toll, ganz schön. Ich habe auch ein paar Bilder gesehen. Wir werden die hinten mit ranhängen, um so einen Eindruck zu machen. Das ist also nichts, wir hatten vorher im Gespräch gesprochen, es gibt so Kinderkliniken oder sowas, wo so Comicbilder an der Wand sind. Das ist nicht zu vergleichen damit, sondern es geht um die emotionale Wirkung von Farben. Ja, das finde ich ganz schön. Das heißt, wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich mache jetzt sozusagen Farbwirkung für schwerkranke Menschen, für Menschen, die, du hast, fand ich auch so schön, du hast gesagt, du hast auch die Decke in einer Intensivsäuglingsstation gestaltet, einfach weil dort die Mütter mit den Kindern liegen und an die Decke gucken. Ich habe selber als Kind schwierige Phasen gehabt und ich habe mich dann später natürlich erst daran erinnert, ne? Also als ich am Theater noch war und dann gemerkt habe, so das ist es nicht, ich möchte gerne mehr, ich kann mehr, oder ich habe mehr Potenzial und ich möchte mehr in die Welt bringen, als jetzt in Anführungszeichen nur für die Bühne zu arbeiten. Da hatte ich einen Job, habe jemanden kennengelernt und hatte eine Aufgabe, mit einer Ambulanz zu gestalten hier in Kassel im Klinikum. Aber eine Ambulanz der Kinderstation. Und das war so für mich eigentlich der Schlüsselmoment. Ne? Da habe ich dann gestanden und gemerkt, wow, also die Kinder, die reingekommen sind, wie ängstlich die geguckt haben oder wenn die geweint haben. Und ich bin da total mitgegangen und hab so gedacht, oh, ich muss da unbedingt was tun. Es war später sogar so, dass mich eine Krankenschwester, die eine Stationsleiterin war, die hat dann gesagt, oh, wenn die Frau Wolf jetzt kommt, dann müssen wir die Kinder ein bisschen zwicken, dann malt sie noch viel mehr. Also so, weil das war aber scherzhaft. Ja. Also das war schon so. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesem Thema einfach zu beschäftigen und bin darauf gekommen, was Gestaltung eigentlich bedeutet. Also im Laufe meiner Geschichte und meines Lebens ist mir halt vieles begegnet, wo ich gemerkt habe letztlich, was alles so auf uns wirkt. Also was eigentlich die einzelnen Dinge bedeuten, die so um uns herum herrschen, bestehen, die auf uns einwirken und so weiter. Und eben bin auch drauf gekommen, über mich mehr mit Farbe und Heilung auseinanderzusetzen, weil es gibt ja eben auch, man macht ja auch Farbtherapie und so weiter, ne? Und bin dann eben auf diesem Gebiet
gelandet oder es hat mich fasziniert und dann habe ich halt das immer mehr erweitert und das bin dann letztlich, also ich habe auch viel für Pflege, Altenpflegeeinrichtungen gemacht und das pendelt immer so hin und her, das finde ich ganz schön. Ich bin in erster Linie entweder für alte Menschen oder ich arbeite für Kinder. Das ist so irgendwie, ja, hat sich so, und es hat was Ähnliches, weil beide ja nicht mehr so aktiv oder nicht so aktiv einwirken können auf ihr äußeres Umfeld. Ne? Und von daher, ja, fand ich das ganz, finde ich das ganz spannend. Ja, toll. Empfiehlst du Farben? Also du sagtest eben, dass es heilende Farben gibt, also so aus der Farbtherapie auch. Und gibt es irgendwas, wo man sagt, wenn man darauf achten möchte, wenn man versuchen möchte, da einen Blick dafür zu bekommen? Gibt es Farben, die besonders hilfreich sind oder andere nicht, wo man sagt, also für Heilung, wenn man sich da unterstützen möchte, könnte man hier oder darauf achten? Also es gibt schon so ein Basisding, wo man zum Beispiel, also wo man sagt, die Grundfarben wirken auf eine ganz bestimmte Art und Weise, weil wir sind geprägt durch die Natur. Ne? Also ich habe das selber am eigenen Leibe auch erlebt, weil ich bin im Wald quasi groß geworden. Also ich habe ständig auch Kontakt gehabt mit der Natur und das ist das, was uns letztlich prägt. Das heißt, der Himmel ist immer blau. Das heißt, blau hat meistens eine beruhigende Wirkung auf uns. Mhm. Weil der Himmel ist oben und wir wissen, wir gucken morgens aus dem Fenster und sehen, der Himmel ist blau und dann geht es uns schon gut. Es sei denn, es gibt natürlich auch die Gegenseite und das greift so ein bisschen in das, was du fragst. Wenn jemand, also mein klassisches Beispiel ist, wenn jemand mal fürchterlich gestürzt ist und auf den Rücken gefallen und hat dann in den Himmel geschaut, verbindet er natürlich was Negatives damit. Das heißt, es gibt so Grundparadigmen, aber die gelten nicht für immer. Ein anderes Beispiel wäre noch das Rot. Das sind zwei unterschiedliche Personen auch, die Rot oder Blau mögen. Das hat mit den Charakteren auch ganz viel zu tun. Mögen oder nicht mögen, weil das Rot zum Beispiel ist zum einen Wärme und Energie und zum anderen aber, warum wir so stark auf Rot reagieren, weil unser Blut rot ist. Und deswegen sind alle Feuerlöscher rot, die Feuerwehrautos rot, also ne, alles in der, das Rote Kreuz, ist, also so diese Krankentransporte, ja, alles rot, also so das. Das ist, damit wir darauf achten, weil wir springen auf Rot an automatisch. Weil das ist in uns drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und trotzdem gibt es aber, also ich stehe zum Beispiel auf Rot, bei mir ist ganz viel Rot. Nee, kann ich so auch nicht sagen. Aber ich fahre auf rote Sachen ab. Und ich habe zu Hause ein rotes Sofa. Das hast du ja, glaube ich, letztes Mal gesehen. Ja, habe ich schon gesehen. Also so. Ja. Ich mag es und für andere ist es so aufregend. Okay. Von daher sollte man immer erstmal auf die innere Stimme hören. Also nicht auf irgendeinen Trend abfahren oder sich beeinflussen lassen, sondern erstmal hören, was reinspüren, was tut mir gut. Also so eine Farbe ist auch immer ganz gut, wenn man die erstmal visualisiert oder ne, also sich die gedanklich vorstellt. Oder aber sich vor was Farbiges hinsetzt oder wie auch immer und guckt, wie wirkt es auf mich eigentlich? Geht es mir damit gut? Was macht mein Herz damit oder meine Seele? Ja, schön. Und es gibt ja auch nicht nur die Farben, sondern es gibt ja auch noch Abstufungen. Könnte man sagen, dass Pastelltöne immer was Sanftes ja ausstrahlen, dass die auf jeden Fall nicht falsch sind? Also wenn man unsicher ist, kann man bei Pastelltönen nicht so falsch sein, oder? Nein, das kann man nicht. Also ich arbeite ganz viel auch mit sanften Farben. Ich werde manchmal gefragt, ob ich auch von einer anthroposophischen Lehre herkomme. Das komme ich nicht. Aber also es gibt selten Bereiche, wo ich richtig kräftige Farben verwende. Sondern dieses Pastell, dieses Sanfte ist schon was uns einfach auch beruhigt. Es kann aber auch zu sanft sein. Also man muss immer gucken, in welchem Raum. Also man kann das gar nicht so allgemein sagen. Ganz wichtig ist, ich habe mal hier so als Beispiel, ich kriege, wenn ich
wenn ich so mit Jugendlichen arbeite und über Farben was mache, dann sagen die ganz oft, dann frage ich die, was ist ihre Lieblingsfarbe? Und dann sagen die Blau. Dann sage ich immer, okay, welches Blau denn? Ich habe jetzt ein paar Farben ausgesucht. Ne? Und es gibt ja diese Farbfächer, das ist jetzt einer davon. Ne? Es gibt so viele Farbtöne. Und da ist es natürlich schon gut, wenn man sich beraten lässt oder wie auch immer und ganz sehr, also so in sich reinspürt. Und was auch sehr wichtig ist, ist zu wissen, dass Farben immer miteinander, spielen. Und das, also wenn man zum Beispiel rausguckt, die Blätter, die bewegen sich immer, das Licht verändert sich ständig. Das heißt, es gibt nicht so eine statische, niemals eine statische Farbfläche, sondern das ist immer Bewegung, alles ist Schwingung und alles ist immer in Bewegung. So. Ja, schön. Mit den Pastellfarben kann man dann eben viel mehr spielen, ja, als mit den kräftigen Farben. Ja, ich mag gerne Farbgestaltung, ich nutze das auch für mich. Ich komme da übers Yoga, über die Chakrenlehre sozusagen, ja, so, und habe da so meinen Blickwinkel drauf. Aber also, was ich schön finde, ist einfach die Idee für das Mutterherz jetzt, dass man sich mit Farben unterstützen kann. Zum einen bei den Farben, mit denen man sich ansieht, aber eben auch für den Raum, dass man sich da unterstützt. Wir haben gesagt, mit Pastellfarben kann man nichts falsch machen. Und es ist was ganz Individuelles, wirklich zu gucken, was tut mir gut? Was ist es, was ich an Farben brauche? Und ich sag mal, dieses eine Beispiel, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten, mein Sohn ist ins Krankenhaus gegangen und musste da ein paar Tage liegen und so ein Krankenhauszimmer ist ja hygienisch sauber und auch steril, da ist ja nichts. Und wenn man nicht das Glück hat, direkt am Fenster zu sein, dann ist es etwas trist. Und er hat sich dann gegenüber von seinem Bett ein riesen Poster hingehängt. Und es war blau und grün, also ein Strand mit viel Himmel, Meer und einer Palme. Und ja, das fand ich so klasse, weil dieses wirklich einen Blick zu haben, das heißt, wir können gucken, wenn wir unser Kind unterstützen möchten, wenn es im Bett liegen muss zum Beispiel, irgendwo an einem Platz viel sich aufhalten muss, dann kann man eben auch mit dem Kind dann herausfinden, was hättest du gerne an der Stelle, wo möchtest du drauf gucken. Ne? So, das heißt, das wirklich den Gedanken einmal zu öffnen, wie kann ich da eine Wirkung erzielen, wie kann ich auch etwas aktiv tun, das finde ich auch immer schön, wenn man sich nicht einfach nur hilflos ist, sondern wenn man sagt, und das gestalte ich ein kleines Stück. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich ganz, ganz wunderbar, die Idee sozusagen zu öffnen. Ja, und vor allen Dingen, also sich das bewusst zu machen, von unserem aktiven Bewusstsein, wir nehmen nur 5% bewusst wahr. Der Rest ist unbewusst. Und von diesen 5% sind es 80% über die Augen. Und das ist, wir unterschätzen das ganz oft. Das benutzt die Werbung jetzt zum Beispiel, um uns zu manipulieren letztlich. Also wir werden ständig konfrontiert mit Dingen, die wir brauchen sollen oder wie wir uns bewegen sollen oder wie auch immer. Das funktioniert über Farben und über Formen, ganz auf alle Fälle. Und davon geht ganz viel ins Unterbewusstsein. Und wenn einem das klar ist, ne, dann kann man das schon sehr schön einsetzen. So. Mm, toll. Man kann, wenn man die Fragen kann, wenn ich schon antworten kann, ist das natürlich klasse, das ist das Beste, was man machen kann, wobei man da natürlich wieder abwägen muss. Und ich würde mal sagen, wirklich gut hinhören sollte, weil die Kinder ja wiederum auch beeinflusst sind. Ne? Also so, das heißt, wenn die irgendwo was Quietschiges sehen, dann wollen die das Quietschige vielleicht auch haben und das tut ihnen aber vielleicht gar nicht gut. Aber die Freundin fand es vielleicht klasse oder wie auch immer. So, und wenn man also nicht mit den Kindern sprechen kann zum Beispiel, dann muss man auf sich hören. Ne? Also wenn du in Kontakt bist mit deinem Kind, wenn es eben klein ist, ne, dann kannst du spüren, auf was reagiert es, wie entspannt es sich. Also bei der Neonatologie fällt mir dazu ein, die ich da gestaltet habe, da ist zum Beispiel eine Musiktherapeutin, die arbeitet mit diesen Brüchen. Mhm. Und die arbeitet mit Monochord oder mit der Stimme und die legt so, wenn das geht, wenn die nicht
wenn die nicht viel, viel zu klein sind, nimmt die irgendwie zum Körper Kontakt auf und legt einen Finger auf, in die Nähe vom Herz oder wie auch immer und fängt dann an und erzeugt Töne und dieses, das kennst du ja vielleicht, dass so Babys, wenn die Stress haben, dann spreizen die so die Hände. Mhm. Und die entspannen sich total. Also wenn man mit denen in Kontakt geht und macht was, dann merkt man sehr gut, was ihnen gut tut. Und das ist genauso mit Farben. Also bei denen wird zum Beispiel auch mit farbigen Tüchern gearbeitet, die über die Inkubatoren hängen. Schön. Ja, das ist schön, auch auf die eigene Intuition zu hören. Ganz wichtig. Wirklich dann nachzufühlen, was es ist. Nicht nur nach Modetrend zu gehen, sondern wirklich zu gucken, was ist es das, was mir gut tun würde jetzt oder was ist das, was ich das Gefühl habe, was jetzt richtig ist. Weil das, was du, wie du dich fühlst, das strahlt auf dein Kind ab. Das heißt, für dich muss es auch gut sein. Ihr habt beide, das ist für euch beide wichtig. Und wenn du in das Zimmer kommst und das Gefühl hast, boah, der ist versorgt, dann macht dieses, boah, das strahlt wiederum auf ihn ab. Ja, schön. Und du merkst, er ist glücklich, wenn er dieses Bild sieht. Und also das ist eine Wechselwirkung, ganz klar. Ja. Gabriela, ich finde es ganz schön, dass wir den Raum geöffnet haben, da ein Bewusstsein zu schaffen, dass man mit Farbe und Raum ganz viel Wirkung machen kann, dass man da viel selber auch gestalten kann. Magst du zum Abschluss unseres Gesprächs noch sagen, wo man dich findet? Du hast eine Webseite zum Beispiel auch, dass wenn jetzt jemand sagt, Mensch, von der möchte ich gerne mehr oder da würde ich gerne mal gucken, ob ich mal in Kontakt trete, wo man dich finden kann? Also ich habe eine Webseite, die heißt farbe-raum-wirkung.de. Ich denke, du stellst das wahrscheinlich auch anschließend noch. Ja. Stelle ich daneben, ja. Genau. Oder gabrielawolf.de in einem Wort geschrieben, dafür findet man mich auch. Okay. Und ich bin, also man kann mir gerne mailen, also ich bin viel unterwegs, von daher habe ich jetzt keine festen Zeiten. Und es ist perspektivisch auch geplant, eben, dass ich über Facebook da auch mehr anbiete und so, dass man da nochmal anders mit mir in Kontakt kommt. Im Moment ist es aber, bin ich da aber noch nicht, es ist noch im Aufbau. Mhm. Aber wenn man mir eine Mail schickt, dann reagiere ich da eigentlich sofort drauf und dann können wir was verabreden und ich kann gerne eine Beratung anbieten, ne, vielleicht auch über Skype, so wie wir das jetzt machen, dass man mir einfach mal was zeigt oder einen Raum zeigt oder wie auch immer. Schön ist natürlich immer, wenn ich ein Gefühl dazu kriegen kann. Also wenn ich Räume gestalte, dann gehe ich immer rein und spüre die erstmal. Und von daher ist es besser, wenn ich ein Bild bekomme oder wenn ich irgendwie was, wo ich auch nochmal mehr Bezug habe. So, aber es muss nicht sein. Ich kann auch erstmal sowas erzählen. Toll. Wunderbar. Gabriela, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und uns von deiner Arbeit erzählt hast. Ich werde jetzt gleich nochmal ganz anders durch meine Räume gehen und nochmal genau nachspüren, wie Farbe und Form auf mich wirkt. Dafür danke ich dir und wünsche dir mit deiner Arbeit weiterhin ganz viel Erfolg, dass du viele Herzen berührst. Ja, ich danke dir auch und euch fürs Zuschauen, für das Interesse und ich hoffe, ja, dass da für mehr Raum für den Farbraum jetzt entstanden ist, in uns. Toll.